In den meisten der Talkshows tauchen ja unsere Spitzenpolitiker, Kabinettspolitiker alle auf, Scholz, Altmaier und so weiter, und geben also ständig Zusicherungen an den deutschen Mittelstand, die Dienstleistungen und ja, die Wirtschaft insgesamt. Sie würden alles tun, um jetzt Geld locker zu machen, damit die nächsten Monate nicht die Firmen pleite gehen. Das ist ja erstmal lobenswert, aber das ist ja nicht das ganze Spektrum dessen, was in Wirtschafts- und Finanzsystem los ist. Vielleicht können wir auf den Punkt nochmal eingehen, denn ich erinnere mich an einen Artikel, in dem man also mal dieses Nanosekunden-Trading dargestellt hat. Das sind ja alles Computerprogramme, die Differenz in Milli- und Nanosekunden ausrechnen zwischen verschiedenen Märkten, um dort Profite zu generieren. Dieses System ist ja nach wie vor aktiv, oder? Ja, das ist auch der Grund, warum die Zentralbanken, angefangen mit der Federal Reserve, jetzt im Grunde ohne Begrenzung die Geldschleusen, das Helikoptergeld aufdrehen. Und das ist der Grund, warum ich dazu aufgerufen habe, dass man jetzt die Börsen schließen muss für einen gewissen Zeitraum, um diese Pause dann zu nutzen, um das Glass-Steagall-Trennbankensystem einzuführen und die Reformen und Reorganisationen vorzunehmen, die diese Casino-Wirtschaft beendet. Weil die Federal Reserve hat ja schon 4 Billionen, no, Bill, Billion, ja, 5, 4 Billionen an Liquidität in das System gepumpt. Die EZB macht das Gleiche. Frau Lagarde hat gesagt, quasi was immer nötig ist, wird gemacht. Ursula von der Leyen hat gesagt, jede Regierung kann so viel Geld pumpen, wie sie will. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die da ja zu erwarten ist, dass die Coronavirus-Pandemie in Wellen sich weiter ausdehnen wird, bis ein Impfstoff gefunden ist, was bis zu einem Jahr oder sogar 1,5 Jahre dauern kann. Also wir müssen davon ausgehen, dass diese Effekte auf die Realwirtschaft, auf den Gesundheitssektor, das wird alles nicht weggehen, sondern das wird sich erstmal noch verschlimmern. Und die Gefahr, dass aus dieser Geldpumperei ganz kurzfristig eine Hyperinflation wird, und zwar nicht in einem Land wie 1923, sondern weltweit oder zumindest in Bezug auf die Ökonomien, die keine, also die quasi dem westlichen System angehören. Die ist riesengroß und die Hyperinflation wäre die absolute Vernichtung der Lebensersparnisse der allgemeinen Bevölkerung, wie wir das 23 in Deutschland erlebt haben. Und deshalb habe ich dazu aufgerufen und ich bitte Sie alle, dass Sie diese Forderung unterstützen, wenn Sie sie einsehen, dass sie nötig ist, dass eben diese Reorganisation jetzt gemacht werden muss. Natürlich muss man Gelder zur Verfügung stellen über die Geschäftsbanken an die Realwirtschaft, an die Haushalte. Es darf niemand in eine Situation kommen, wo er Sachen nicht mehr bezahlen kann. Das wird ja auch durchaus, also da werden richtige Schritte gemacht. Aber der Casino-Teil der Ökonomie, der muss einfach beendet werden. Und deshalb ist eine globale Einführung eines Glass-Steagall-Trennbankensystems, genau wie Roosevelt es 1933 gemacht hat, jetzt das Gebot der Stunde. Das heißt, man würde die Geschäftsbanken unter staatlichen Schutz stellen, dann eine Feuerwand, eine Trennwand zu den Investmentbanken. Die kriegen keine Steuerpakete mehr zum Bailout und sie haben auch keinen Zugriff mehr auf die Einlagen der Geschäftsbanken. Und wenn sie dann ihre Bücher nicht in Ordnung kriegen, dann müssen sie halt Insolvenz anmelden und schließen. Wir müssen gleichzeitig in jedem Staat eine Nationalbank schaffen oder aktivieren, wie in Deutschland die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die diese Rolle auch in der Nachkriegszeit beim Wiederaufbau gehabt hat. Und die müssen dann staatliche Kredite an die Geschäftsbanken geben, um die Industrie mit Krediten zu versorgen, um wirklich die Realwirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und die müssen dann zwischen diesen Nationalbanken Verträge haben, feste Wechselkurse,
gemeinsame, wohldefinierte Projekte von wirtschaftlichem Wiederaufbau. Dazu eben auch gehört der Ausbau der neuen Seidenstraße zur Weltlandbrücke, die Industrialisierung des Nahen Ostens, die Industrialisierung Afrikas. Das muss alles Teil sein von einem solchen Gesamtpaket. Und das Ganze muss von höchster Ebene her beschlossen werden. Deshalb habe ich dazu aufgerufen, dass die vier wichtigsten Nationen der Welt, China, Russland, Indien und die USA, dass die gemeinsam so eine Reorganisation des Weltfinanz- und Wirtschaftssystems vornehmen. Das ist die einzige Chance, wie die Gesamtheit all dieser Probleme unter Kontrolle gebracht werden können. Und ich glaube, dass das auch durchaus bei einigen Staaten sehr nah am Denken ist. Modi, der Premierminister von Indien, hat ja dazu aufgerufen, dass ein G20-Gipfel stattfinden soll. Das wird also morgen virtuell stattfinden. Und also ich bin absolut überzeugt davon, dass die Entwicklungsländer auf die Idee von Xi Jinping, einer Gesundheitsseidenstraße, dass das ein Gedanke ist, der allen wirklich unter den Nägeln brennt, weil ohne so ein Weltgesundheitssystem wird die Pandemie oder neue Pandemien nicht unter Kontrolle gebracht werden können. Und das erfordert natürlich eine Finanzierung, weil man kann nicht Gesundheitssysteme in allen Ländern aufbauen, ohne dass man nicht ein Kreditsystem hat, was das auch finanziert. Also mit anderen Worten, die sogenannte faktische Kraft, die normative Kraft des Faktischen wird sich durchsetzen. Aber wir brauchen natürlich auch Menschen, die mit dafür sich einsetzen, dass diese Diskussion in die Kanäle kommt, wo sie sein müssen. Das heißt, es sind Regierungen und Parlamente, die das kurzfristig durchsetzen müssen. Und das erfordert natürlich eine Veränderung in der Axiomatik des Denkens, die eben nicht so einfach sein wird, weil natürlich immer noch einige Verrückte da sind, wie zum Beispiel der Vizegouverneur von Texas, der sagt, die alten Leute sollen sich doch freiwillig opfern für den Erhalt der Wirtschaft. Das ist ja natürlich vollkommen wahnsinnig und solche Wahnsinnigen gibt es überall. Aber ich denke, dieses Paket von Maßnahmen ist die einzig rationale Lösung. Wenn Sie dem zustimmen, dann unterzeichnen Sie bitte die Petition, die Sie hier auf unserer Webseite finden, und helfen Sie, diese Sendung, die Petition auf allen sozialen Medien und in Ihrem Bekanntenkreis zu verbreiten und die Anzahl von Menschen, die sich dafür einsetzen, einfach zu vergrößern.